Also ein überwältigendes Ergebnis, also damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das so kommt. Man hat im Wahlkampf schon gemerkt, die Stimmung ist sehr positiv. Und dass sie so positiv ist, das habe ich gar nicht erwartet. Und ich freue mich, dass es so ein starkes Ergebnis ist. Und jetzt haben wir noch 2 Wochen länger, wo wir quasi noch darum kämpfen können, dass die besten Ideen und die besten Köpfe jetzt am Ende dann dazu führen, dass ich vielleicht der nächste Bürgermeister von Vechta bin. Hellmann, wie bewerten Sie das Wahlergebnis? Ja, es ist keine Überraschung für mich. Das Wahlergebnis bildet für mich die gefühlte Temperatur ab, dessen, was sich in den letzten Wochen auch für mich bei vielen Hausbesuchen abgezeichnet hat. Allerdings sehe ich auch in den Zahlen das abgebildet, was in den letzten 2 Jahren im bürgerlichen Lager stattgefunden hat. Die Zerwürfnisse, die da sind, sind eindeutig auch in Zahlen zu fassen. Ich glaube, dass jetzt mit der Stichwahl wir ab morgen möglicherweise dann auch anders zugehen müssen und deutlich sagen, wir müssen im bürgerlichen Lager darüber entscheiden, welche Richtung die Stadt Vechta nehmen soll. In der Reihenfolge keine Überraschung. In den Prozentpunkten habe ich durchaus unterschiedliche Erwartungen gehabt. Aber alles andere muss man jetzt sehen. Jetzt sind die Karten neu gemischt. 10 Tage, also 14 Tage intensiver Wahlkampf, quasi Verlängerung, stehen jetzt mal neu an. Ein spannender Tag geht zu Ende. Er hat sich bewahrheitet als wirklich ein spannender Tag, weil wir sind in der Situation, heute zwar einen Sieger festzustellen. Christian Carter ist eindeutig der Sieger der heutigen Wahl, aber er hat weiterhin einen Kandidaten, gegen den er jetzt nochmal ins Rennen muss. Jetzt ist aus 3 Kandidaten sind jetzt 2 geworden. Also wir haben nochmal Spannung pur am 3. November bei der Stichwahl. Ich wünsche mir natürlich, dass auch bei der Stichwahl es eine möglichst große Wahlbeteiligung gibt.